Hi, hi. So, und weiter geht's mit den Boxen. Denn ich habe ja zwei bestellt gehabt. Die letzte Box war die Nintendo Box und die war super. Edition 2. Es gibt Edition 1 und Edition 2. Edition 1 war mit T-Shirt. Was drin ist, weiß ich nicht. Aber die zweite war für mich top. So, jetzt haben wir die. Ah ja, Reunite Box. Das ist jetzt die etwas größere und die hat sich schon ein bisschen schwer angefühlt. Wobei in der letzten Box war eine Tasse drin und die hat sich nicht schwer angefühlt. Also frage ich mich, wie viele Tassen sind dann hier drin? Aber ich lasse mich überraschen. So. Und warum ich jetzt diese Box habe, das ist nicht die vom Abo. Ich bin einfach ungeduldig. Ich bin einfach neugierig. Ich wollte einfach wissen, was ist in den anderen Boxen so drin. So. Die scheint auch ein bisschen länger zu sein. Ist das aufregend? Ja, da ist was Weiches. Oh, da ist gar nicht so viel drin. So. Erstmal noch eine Postkarte. Und zwar von Mario. Jetzt haben wir zwei gleiche Postkarten. Ich weiß nicht, wem ich sie jetzt schicken soll. Ob ich sie jetzt einfach so behalte. Ist schon mal ganz nett. Dann haben wir hier die Auswahl an mehreren Boxen. Und ich habe jetzt die Retro-Box. Davon gibt es aber auch zwei Editionen. Und die andere Edition ist ausverkauft. Und ich glaube, dass da der Turtle drin war. Schade, schade. Horror-Box würde mich vielleicht noch interessieren. Und vielleicht noch die Batman-Box. Vielleicht noch eine Nintendo-Box. Die war jetzt wirklich cool. Also so eine nur Zelda-Box wäre mir ein bisschen zu viel. Von Zelda, vielleicht noch Star Wars, ich weiß es nicht. Ich guck mal so nach Gefühl. So, dann wollen wir mal anfangen. Die fühlt sich echt leer an, dafür, dass die größer ist und schwerer. So, einmal das T-Shirt und das ist. Ist es Star Wars? Vielleicht. Nee, das scheint kein Star Wars zu sein. Normandy. Schauen wir mal, was das ist. Oh, das fühlt sich etwas dicker und weicher an als das letzte T-Shirt. Von The Witcher war das. Also ich. Was ist denn das? Sieht aus wie von Star Wars, aber es ist nicht Star Wars. Vom Flieger. Systems. Maybe. Ah, okay. Kein Star Wars. Das ist das Motiv zum T-Shirt. Das fühlt sich diesmal sehr weich an. Ja, ist so ein dunkelblau. Okay. So, das T-Shirt haben wir. Ob das leuchtet? Ich denke nicht. So, dann. Oh, hier ist was Kaltes. Es ist ein Getränk von SpongeBob Schwammkopf Ananas. Bubble Drink. Bubble Drink. Und der Bubble Drink, also Energy Drink, es scheint es hier nicht zu sein. Da stelle ich mir so, ich weiß nicht, so was Brausemäßiges vor. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich zu kaufen gesehen. Blendet es. Einmal hat man zu viel Licht, einmal zu wenig Licht. Ja, so sieht es aus. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Und das riecht auch schon so gummibärchenmäßig. Es schmeckt nach Gummibärchen. Also es schmeckt nicht schlecht, aber man hat das Gefühl, man hat so ein Gummibärchen im Mund. Wie Brause, Gummibärchen, sowas. Ja. So, was haben wir hier? Es ist Back to the Future. Cool. Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch alle drei Teile wieder gesehen. Und bin noch am Überlegen, hier die Actionfiguren zu holen. Was ist das? Einkaufstasche? Nee, das ist so groß für eine Einkaufstasche. Ach, das ist so eine Schürze. Und die scheint hier in der Mitte irgendwie zugeklemmt zu sein. Was ist das? Das könnte ja sonst so einfach sein. So. Ach ja.
Das würde dann Rolls Schürze irgendwie sein. So. Naja. Nette Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas benutzen werde. Muss ich mir noch überlegen. Schürzen generell benutze ich nicht, aber vielleicht, wenn es ja so eine tolle ist, vielleicht dann doch. Weiß ich noch nicht. So. So, schauen wir mal weiter. Hier ist noch was. Ein Funko Pop. Rick and Morty. Da haben wir eine Funko Pop Figur. Funko Pop Figuren sammle ich gar nicht. Außer die Turtles und die Gargoyles. Und ein X-Men habe ich, den Wolverine. Aber dann war es doch ein... Ach, ich habe ja noch von Warhammer habe ich noch einen Ultramarine. Aber sonst sammle ich die nicht. Bis auf die... bis auf die paar Funko Pops Figuren. Jerry von Rick and Morty. 302. Ja, also Figuren sind an sich immer cool. Funko Pops. Ja. So, und dann haben wir... ja. Zauberhafte. Das scheint ein Kochbuch zu sein. Also Kochbuch ist schon so gar nicht meins. Aber vielleicht überzeugt mich ja dieses. Herzhafte Sachen. Energiekugel. Das klingt so Harry Potter-mäßig irgendwie. Bastian Sandwich. Aha. Ich bin mir sicher, da findet sich jemand für dieses wunderschöne Kochbuch. Das scheint ein bisschen anders zu sein, ein bisschen außergewöhnlicher. Also am Ende des Videos mache ich ein paar Fotos und setze das nochmal rein, dass man sich ganz genau anguckt, was da so drinnen war. So, jetzt greifen wir nochmal rein. Oh, das fühlt sich sehr dünn an. Tada! Es ist ein Heft, ein Magazin von Fantastischer Herbst. Zauberwelten. World of Warcraft sehe ich schon da hinten. Aha. Ah, Blood Bowl ist auch hier. Ich habe das neue Blood Bowl jetzt von Warhammer. Ich muss noch meine kleinen Ratten bemalen. Okay, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ich kann euch mal ein paar Seiten zeigen. Hier ein paar Ideen für Frisuren zum Beispiel. Ups. Sieht man das? So, dann haben wir hier noch eine interessante Seite. Vielleicht hier noch die Seite. Ich kann jetzt ehrlich gesagt damit gar nichts anfangen. Gar nichts. So. Ja, und das ist die Vorderseite. Passt so ein bisschen zu Halloween. Okay. Schauen wir mal. Oh, da ist noch was drin. Jin Yong. Das scheint vielleicht Fantasy eine Geschichte zu sein. Ach, es ist eine Leseprobe. Ein Roman. Okay. Eine Leseprobe von einem Roman. Sagt mir jetzt auf die Schnelle nichts. Okay.
okay, das war's. Das war's. Und ich muss sagen. Ups. Ich muss sagen, das ist die erste Box, wo ich sag, nicht so dolle. Weil mit dem Kochbuch kann ich nichts anfangen, mit der Zeitschrift auch nicht, Leseprobe schon gar nicht. Funko Pop Figuren, ja, wäre bestimmt die eine oder andere Figur, wo man sagt, ist okay, der kleine Jerry ist jetzt nicht so meins. Das T-Shirt, ja, auch nicht so. Und die Schürze, auch nicht so. Das Getränk ist okay. Das Getränk ist okay. Ja, also man sieht, nicht jede Box ist für jeden gemacht. Darauf muss man sich halt einstellen. Ja, aber es war trotzdem spannend. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich werde noch ein, zwei Boxen mir raussuchen. Aber nicht mehr diese, was waren das nochmal? Reunite Box. Die trifft wohl nicht zu mir. Die trifft nicht auf meinen Geschmack. Da ist die Nintendo-Box völlig mega cool. Und die Retro-Box war auch richtig cool. Aber diese Box jetzt, nee, das war ein Flop. Aber gut, es gibt viele andere da draußen, die sind voll der Rick and Morty-Fan, die jubeln jetzt. Und Back to the Future ist an sich mega cool, aber ich weiß jetzt nicht, die Schürze, vielleicht werde ich die auch benutzen beim nächsten Plätzchen backen. Kann ja sein. Back to the Future ist an sich mega cool, da kann man echt nichts sagen. Aber so Kochbuch und sowas, das ist so gar nicht meins. Aber es gibt bestimmt viele draußen, die kochen liebend gern und backen liebend gern. Und das T-Shirt jetzt auch nicht so. Wäre es von Star Wars, hätte ich noch gesagt, okay. Ja. Macht ja nichts. Wir haben ja hier, Moment, noch viele andere Boxen zur Auswahl. Ja. Viele, viele andere Boxen. Marvel-Box wäre vielleicht auch ganz spannend. Schon ab 24 Euro, ja. So eine Gaming-Box. Ich glaube eher so Gaming-Box, Nintendo-Box, das ist so meine Richtung. Und Batman. Und Star Wars. Ja. Okay, so kann es mal gehen, gell? Also, gehen wir nochmal durch. Wir haben Folgendes drin gehabt. Eine Funko-Pop-Figur. Ein T-Shirt. Eine Schürze von Rick and Morty. Okay. Ja, das Bild ist jetzt blauflächig. Aber ihr habt die ja schon gesehen. Also eine Schürze. Eine Leseprobe und ein Magazin. Plus ein zauberhaftes Kochbüchlein. Und ein Bubble-Getränk. Gummibärchen-Getränk. So, das war's zu der Box. Dann freuen wir uns doch mega auf die nächste Box. Und wenn zwischendurch jetzt keine weitere Box kommt, dann halt im Januar das ganz normale Abo. Bin ich echt mal gespannt. Super, das war's. Das war's zu der Box. Bis zur nächsten Box. Bis dahin. Bye, bye.